Einen wunderschönen guten Tag aus Alanya. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie es ist, hier im Verkehr zu fahren. Ja, wir haben jetzt Samstag, Spätnachmittag. Ich komme hier gerade von einem Mikros, war auch in so einem Plastikladen, habe nochmal so Mülleimer und sowas gekauft und wollte euch jetzt einfach mal mitnehmen, wie es denn hier ist, ja, Auto zu fahren. Ja, mal schauen. Hier im Auto ist es jetzt ziemlich warm. Ich schätze mal so um die 40 Grad. Ich will erstmal hier ein bisschen runterkühlen und dann fahren wir gleich los. Dieses Video wird übrigens präsentiert hier von NRW Life, dem Vitalstoffkonzentrat für die gesamte Familie. Wenn euch das auch interessiert, findet ihr einen Link unter diesem Video mit 10% Rabatt auf die Erstbestellung. So, los geht's. Wir sind jetzt in Kestel, in einem der ruhigsten Gebiete hier in Alanya. Also das relativ nah noch an der Kernstadt ist. Ihr seht hier, wir sind ja so auf so einem gepflasterten Sträßchen und das ist wirklich sehr schön hier. Hier dürfen die Häuser nur so 5 Stockwerke hochgebaut werden und hier war halt dieser Laden, wo es sehr günstig solche Sachen wie Mülleimer gibt und Einlagen für Schubladen und so weiter und so fort. Und hier will mich gerade jemand überholen. Ich fahre dem deutlich zu langsam, deswegen muss ich mal hier weg. Ich werde mal hier runterfahren. Wir sind hier so auf der Höhe der Atatürkstraße. Die gibt es aber hier in Kestel gar nicht. Wir fahren jetzt einfach mal runter, ein bisschen Richtung Strand. Ich kenne die Straße jetzt hier nicht so. Und genau, schauen wir uns mal um. Hier ist es jetzt so, dass wir jetzt Richtung der Straße kommen, die wirklich direkt am Strand entlang führt. Das ist die D400, genau. Und ich kann hier jetzt gar nicht links fahren, sondern nur rechts. Und man sieht hier, das ist diese D400, die Straße, die hier direkt am Meer entlang führt. Und wenn man hier geradeaus weiterfahren würde, würde man jetzt hinkommen ins Stadtzentrum. Man muss einfach nur geradeaus fahren. Und wenn man immer weiter geradeaus fährt, und den Schildern folgt, kommt ihr dann auch ans andere Ende von Alanya und vor allem auch an den Flughafen in Antalya. Ja. So, wir sind jetzt hier nochmal in Kestel. Man sieht, hier sind ja Autos unterwegs wie bei uns. Und bisher haben wir noch keine Rollerfahrer großartig gesehen, aber die sind hier das Risiko Nummer 1. Ja. Man weiß nämlich nicht, wann die einem die Vorfahrt nehmen, wie die drauf sind und so. Das ist einfach ja eine ganz schön heftige Sache. Ich fahre jetzt einfach mal ein Stückchen hier geradeaus, um euch die Straße hier zu zeigen und muss auf jeden Fall mehr Gas geben, weil hinter mir wird schon wieder gedrängelt und die Leute hier gehen immer davon aus, dass man mitguckt für sie, ja, und nicht andersrum. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass man euch hier wirklich wahrnimmt, weil jederzeit kann jemand rausfahren, hier der auch, der wusste jetzt nicht, fahre ich jetzt, fahre ich nicht, ja. Und mein Auto beschwert sich, wäre schon zu schnell, was ich aber nicht bin. Und jetzt fahren wir hier von Kestel nach Tosmur rein. Das ist auch ein Ortsteil, der noch ein bisschen näher liegt als Kestel selber. Ja. Und ich fahre jetzt mal hier weiter geradeaus und versuche nochmal hier rumzukommen, obwohl ich, ja, man darf das schon, ja, machen die anderen ja auch. Ich gehe mal davon aus, das ist in Ordnung so. Und so muss man hier so ein bisschen intuitiver fahren als bei uns vielleicht in Deutschland. Und jetzt fahren wir wirklich am Meer entlang. Rechts sieht man das Meer. Und hier kann man auch teilweise sich wirklich hinstellen, in den Beachclub gehen oder Jetski fahren oder was auch immer machen. Und ich gebe aber jetzt mal wirklich ein bisschen Gas und versuche mal hier ein bisschen Strecke zu machen. Also hier kann man, der Ali, unser Makler, hatte mir schon gesagt, hier ist offiziell 70, aber wenn man hier nicht 100 fährt, wobei mein Auto immer bei 90 sagt, nie so schnell fahren, ist nämlich ein Leihwagen und die haben den so eingestellt, dass er bei 90 dann sagt, hey, ist zu schnell, weil die wahrscheinlich keinen Bock haben, dass wenn man dann doch mal auf einer Autobahn geblitzt wird, ich habe gehört, es gibt da doch Blitzer auf der Autobahn, wo man auch mal ein Ticket nach Hause geschickt bekommt, das möchten die natürlich nicht und deswegen beschwert sich das Auto, wenn ich über 90 fahre, ja. Und jetzt fahren wir Richtung meiner Heimat, Machmutla. Da fahren wir jetzt also quasi an Kestel vorbei und fahren nach Kestel, kommt direkt Machmutla. Ja, aber man sieht, es ist heute nicht so schlimm mit dem Verkehr. Es ist wirklich sehr angenehm zu fahren und ich kann nur allen Leuten, die hier mal Auto fahren wollen, nur ermutigen, macht es, es ist wirklich nicht stressig. Gibt natürlich mal Zeiten, da ist viel los und so. Aber das Einzige, worauf ihr wirklich aufpassen müsst, sind wirklich diese Rollerfahrer. Ne? Also das ist wirklich etwas, da muss man ein Auge drauf haben.
das ist total, total wichtig. Geil hier wirklich, also zu fahren, weil wir haben hier jetzt so viel gutes Wetter. Wir hatten jetzt eigentlich keinen schlechten Tag hier, seitdem wir hier sind. Wir sind seit über 11 Wochen hier und war immer schönes Wetter, immer Sonne. Man hat es mal 5 Minuten geregnet, dann hat es wieder aufgehört. Also absolut traumhaft vom Wetter. Ja. Die Taxifahrer hier, die fahren auch generell etwas cooler. Und hier wäre zum Beispiel auch ein Fußgängerüberweg, aber ihr seht hier, man hält hier nicht an den Zebrastreifen. Ja? Das ist nur so ein Zeichen, hey, da sind Leute, die könnten da über die Straße gehen, aber hier hält keiner am Zebrastreifen. Und wenn ihr selber haltet am Zebrastreifen, kann es sein, dass euch einer hinten drauf fährt. Also man sollte natürlich gucken, läuft da einer gerade rüber? Wenn da einer rüberläuft, natürlich nicht umfahren. Aber wenn ihr einfach da haltet als Tourist und denkt hier so, ah, ich bin nett, dann kann es sein, dass der hinter euch drauf fährt, weil die nicht davon ausgehen, dass man hält. Ja? Ich weiß nicht, ob es hier andere Gesetze gibt, aber es wird halt nicht so genommen. Ja? Und ihr müsst auch als Fußgänger, wenn ihr über die Straße geht und ihr habt grün, guckt 5-mal, weil die Leute auch gerne bei rot fahren. Das gewöhnt man sich hier relativ schnell an, dass man sieht, oh, die fahren ja alle noch, da ist ja noch eine Sekunde Platz und so. Und oder ist es niemand da? Dann fahren die Leute ja auch gerne mal über eine rote Ampel und die übersehen euch vielleicht. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja? Genau, also wir fahren jetzt mal Richtung hier und jetzt sind zum Beispiel Leute, die wollen rüber und die warten halt, bis die Straße frei ist. Ist auch immer ganz gut. Wobei es die Unterführungen sind besser. Es gibt Unterführungen unter dieser Straße durch und die sind deutlich besser, weil die dafür da sind, dass man halt nicht überfahren wird. Wir fahren jetzt auch mal hier links Machmuttler rein. Das ist genau die Grenze zwischen Kestel und dem Stadtteil Machmuttler. Und dann kann man sich entscheiden, ob man die erste Straße rechts fährt oder die zweite. Wir nehmen jetzt mal die erste Straße. Das ist die Barbaros-Chadesi, die Barbaros-Straße. Und da seht ihr, das ist so die Touristenstraße. Da sind die höherwertigeren Geschäfte. Da sind, es ist ein bisschen schicker. Da sind auch mehr Geschäfte für Touristen. Und deswegen gehen wir hier gerade mal rein und gucken uns mal an, was da alles so ist. Also das ist jetzt die Barbarosstraße hier, die hat auch einen schönen Grünstreifen in der Mitte. Und dann schauen wir mal, was hier alles so kommt. Hier sieht man zum Beispiel auch einen E-Bike-Fahrer, also so einen E-Roller-Fahrer. Hier gibt es sehr viel so Elektromobilität, kleine Autochen, die so fahren, also solche Roller, auf denen man sitzen kann, diese Dinger. Es gibt sogar Elektro hier, da sieht man diese Juck-Jucks, da rechts ist eins. Und das ist wirklich schon weit auf dem Vormarsch hier. Jetzt haben wir hier relativ schicke Restaurants und diesen Grünstreifen halt. Wir fahren jetzt erstmal einfach mal ein Stückchen hier lang und schauen mal, was das hier alles so bringt. Jetzt sind wir hier beim 3M Migros. Das ist für mich immer ein sehr guter Anhaltspunkt, ja, weil ich hier ganz oft hier runterfahre zum 3M Migros oder hier irgendwo parke. Hier ist auch diese Fatosh Schönheitsgeheimnisse, die macht so Pediküre, Maniküre, Wimpernlifting, Masken, also so für Hautreinigungen, Kosmetikbehandlungen und die ist hier links um die Ecke rum. Wenn man hier beim 3M Migros ist, einfach hier links und dann auf der rechten Seite eines der ersten Häuser, da ist ein Schild und sie ist glaube ich im ersten Stock in Apartment 4. Und da kann man auch Termine vereinbaren. Draußen steht da irgendwo ihre WhatsApp-Nummer. Da kann man sie dann auch kontaktieren. Ja? Genau, wir warten mal hier, bis es grün wird. Und dann fahren wir mal hoch zur Atatürk-Straße, die halt eher die einheimischen Straße ist. Die Barbaros-Chadesi ist eher so die schöne Straße, die Touristenstraße. Gibt es mehr Kioske und mehr Restaurants und mehr Geschäfte für auch Touristen. Ja? Jetzt fahren wir links hoch. Und fahren wir hoch zur Atatürkstraße und schauen uns das mal an. Es ist diese Verbindungsstraße recht schön mit lauter so Kopfsteinpflaster. Und ja, ich sehe gerade, dass die ich halte mal die Kamera hier ein bisschen fest und werdet ihr nichts mehr erkennen. Das wackelt hier sonst zu sehr. Und das erste Mal, dass ich mit dieser Halterung hier arbeite im Auto. Und hier sind so ein paar Hotels und sehr viele so Wohneinheiten, wo Leute halt einen Portier haben oder einen Eingang, der gesichert ist mit einem Code oder mit einem Schlüssel oder mit einer Karte. Und jetzt sind wir oben gleich in der Atatürkstraße.
Und das ist dann so eher die einheimischen Straßen. Und die mag ich sehr, sehr gerne, weil da sind sehr, sehr viele gute Gemüsegeschäfte, günstige Preise. Unser Lieblingsfriseur ist da. Du kannst ja auch Telekom-Läden und sowas für Handys und solche Geschichten. Und hier wohnen halt auch viele der YouTuber, die ihr kennt. In Mahmudla leben einige. Und ich muss jetzt mal hier links gucken, wir haben ein bisschen Verkehr hier. Hier sind auch Busse wieder unterwegs, weil die Saison ja wieder läuft. Und das ist aber ein normaler Bus, kein Reisebus. Und man muss sich jetzt hier irgendwie dazwischen mal reinschummeln. Und das mache ich doch gerade mal. Und ich muss mal schnell an dem Bus hier vorbei. Ja, alles prima. Und das ist jetzt hier die Atatürkstraße. Alles mehr so urban, nicht so schick, kleinere Geschäfte, irgendwelche Handwerker haben ihren Betrieb, Autoreparaturen, alles Mögliche. Und hier hat man wirklich sehr nette Leute, sehr gute Geschäfte. Hier spricht einen auch eigentlich niemand an, dass man in den Laden kommen soll. Ne? Für viele ist das ja so ein No-Go, möchten da lieber mal so gucken und nicht so oft angesprochen werden. Hier passiert das nicht. Also ich bin hier noch kein einziges Mal angesprochen worden. So wegen hier, komm rein, wir haben hier tolle Sachen. Gibt es hier in dem Sinne nicht. Ja? Und jetzt fahren wir einfach mal die Straße hier lang und schauen mal weiter. Jetzt ist dann doch wieder relativ viel Verkehr. Und ihr seht, die Rollerfahrer haben hier zu 99% keine Helme auf. Und gleich auf der rechten Seite seht ihr hier so einen Obst- und Gemüsemarkt. Ja? Und dahinter einen Türk-Telekom-Laden. Und daneben gleich... Der ist der Chatte Coiffeur. Da ist der Erkan, unser Lieblingsfriseur, wo ich einmal die Woche so bin. Und entweder lasse ich mich da rasieren oder ich lasse mich rasieren und noch die Haare schneiden. Ja, in Deutschland habe ich mich ja 25 Jahre oder noch länger, war ich nicht beim Friseur. Und ja, deswegen, ich gönne mir das jetzt hier. Ist nämlich sehr günstig und sehr nett und so lerne ich hier auch ein bisschen mehr die Leute kennen. Und alles ist gut. So, jetzt haben wir hier auch ganz viele kleine Geschäfte, die es hier gibt. Elektronikläden, Stoffläden, irgendwelche Kleidung, Wasser und Gas gibt es hier. Ja. Kann man sich aber alles auch liefern lassen. Jetzt fahren wir hier durch einen Kreisel durch. Und da ist es so, wenn man jetzt hier rechts runterfahren würde, das ist die Straße zur Uhr. Ja, in Mahmudla gibt es so eine Uhr und das ist eine Straße, da sind auch ganz viele Bankautomaten und das ist immer so ein Orientierungspunkt. Also da sind wir jetzt quasi vorbeigefahren an dieser Straße und fahren jetzt weiter so ein bisschen nach Mahmudla rein und ja, sehen aber hier, also das Autofahren ist hier überhaupt kein Problem, wenn ihr irgendwo in der Stadt unterwegs seid. Ich glaube in Frankfurt am Main ist es deutlich stressiger Auto zu fahren als hier. Das Einzige, man muss hier so ein bisschen noch mehr aufpassen, ein bisschen mehr mitdenken. Hier passieren auch ein paar mehr Auffahrunfälle. Deswegen, wenn ihr hier wirklich Roller fahren wollt, dann müsst ihr euch das gut überlegen, wie ihr das macht. Ihr seht gerade, da kommen plötzlich welche vorbei und ziehen vorbei. Aber das kennt ihr auch aus Deutschland, ist klar. Aber ja, also wenn man mit dem Roller halt einen Unfall hat, dann ist halt gleich ein bisschen mehr passiert als nur so ein minimaler Auffahrunfall. Und wir fahren jetzt mal ein bisschen hoch in die Berge. Wir sind also auf der letzten großen Straße, die hier quasi durch den ganzen Ort führt. Und wenn wir jetzt hier links hochfahren, dann geht es zu uns in die Berge. Wir sind ja so ein bisschen in den Bergen, nicht viel, aber schon ein wenig. Und da wird es dann halt dörflich. Also jetzt war es hier so, ja, ich sag mal immer so Kreuzberg-mäßig, wie es früher vielleicht ein Kreuzberg war. Und jetzt fahren wir hier so ein bisschen hoch und dann sind wir nach ein paar Metern, nach vielleicht einer Minute mit dem Auto, sind wir so auf Kleinstadtniveau und da oben, wo wir wohnen, da ist dann doch eher Dorfniveau, so von der Lautstärke, vom Verkehr her, wird immer weniger. Ja, ihr seht, hier wird auch immer noch gebaut, ja, ist ja klar, ist halt schön hier und hier wird viel gebaut, aber es hält sich wirklich in Grenzen und man hat nachts keine, man kann trotzdem gut schlafen und also mich stört es nicht, aber wenn ihr irgendwo hinziehen wollt, wo überhaupt nicht mehr gebaut wird, dann zieht irgendwo hin, wo es einen Baustopp gibt, wo es überhaupt keine Baustellen gibt, aber ja, hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, als ob in jeder Ecke eine Baustelle wäre. Ja. Genau, und jetzt sind wir schon ein ganzes Stück hochgefahren und man sieht die Berge auch hier oben, da ist noch sehr viel Rauch von diesen Bränden zu sehen. Ja, das zieht jetzt alles hier rüber, aber sie scheinen es jetzt wirklich im Griff zu haben. Das ist jetzt so ein Entrauchen sozusagen. Nicht mehr dieses wilde Feuer lodern, sondern eher so, es dampft noch und raucht noch und
Die Feuer wandern so ein bisschen, aber ich hoffe, alles wird gut. Daumen drücken. Hier kommt die so ein Juk-Juk wieder, so ein Elektrofahrzeug. Und jetzt sind wir hier so wirklich auf Dorfniveau. Ja, jetzt bin ich auch gerade falsch gefahren, weil wir haben eine Sperrung bei uns in der Straße. Wir fahren übrigens hier zwischen Bananenplantagen durch. Also es ist wirklich sehr, sehr dörflich. Und hier rechts würde ich normalerweise reinfahren, geht aber gerade nicht, weil da wird gerade die Straße neu gemacht. Ich glaube, die machen da anscheinend, ich sehe es, die machen da anscheinend die Kabel neu. Vielleicht wird da Glasfaser verlegt oder Strom oder irgendwas anderes. Jetzt habe ich mich ein bisschen verschaltet. Und jetzt sieht man hier hinten, sind die Zugänge zu diesen ganzen Wohneinheiten. Und man hat es hier sehr, sehr ruhig. Also man hat hier sehr wenig Autos, sehr wenig Verkehr allgemein. Nachts ist es hier mega ruhig und wir mögen das hier sehr gerne. Und es hat jetzt nicht lange gedauert, hier hochzufahren. Und zu Fuß von ganz vom Strand hier hoch sind so 20 Minuten. Naja, vielleicht hoch 25, runter 20. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Ja? So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mal mitgeguckt habt, wie der Verkehr hier ist. Und wir fahren nochmal hier an einer Bananenplantage vorbei und genießen nochmal den Ausblick.